Willkommen, Lila Dream. Heute habe ich mal wieder ein Haul für euch. Und zwar in dieser Tasche. Ja, ich war mal ein bisschen shoppen wieder. Es ist jetzt auch nicht viel, aber ich laber nicht lange drum rum. Beginnen wir einfach mit dem Video. So, das erste sind so eine Traumzucker-Bonbons. Himbeer- und Heidelbeer-Geschmack mit 10% Vitaminen. Ne, mit 10 Vitaminen und schnell und direkt. Was ich sagen muss, die schmecken beide super lecker, aber was, also hier ist Himbeer und Heidelbeer, das schmeckt jetzt so ein bisschen sauer, also das finde ich nicht so gut, aber ja, so schmeckt es und ja, hat man immer dabei. Das nächste ist das hier. Vielleicht kennt ihr das ja oder sucht es auch schon. Ich suche es bestimmt schon seit einem Jahr oder so. Weil meine Freundin hatte das auch mal. Und ich fand das so, so unglaublich cool. Ich muss jetzt gerade mal die Kamera halten, weil meine Katze auf dem Tisch ist. Und jetzt hier. Das ist so rot und so Wasser drin mit Glitzer. Und es geht halt so, damit spielt man so. Und irgendwann fällt es dann aus die Hand und so. Also hier schüttel ich das mal und schaut mal, ja, dann fällt das irgendwann aus die Hand und so. Richtig cool. Ich blende euch nochmal ein, wo ich das her habe. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, richtig cool. Kommen wir zu einem, was sehr, sehr, sehr spektakulär ist. Mein Klebestift. Ja, den musste ich mir nachkaufen. Und zwar ist es der Klebestift Extra Glue Stick, also um mein Englisch. Es riecht ja richtig sehr gut. Klebt sehr gut. Und das ist so weiß, durchsichtig. Also richtig gut riecht der. Ich mag den so. Jetzt kommen wir zu den vier Sachen, die ich über alles liebe, die ich mir gerade gekauft habe. Und zwar einmal von Slimy, dem Pupsi Slime. Ja, der ist sehr beliebt bei mir in der Schule gerade. Ich habe mir den in Grün geholt, weil Gelb sah nicht so schön aus und Pink mag ich überhaupt nicht. Wie mit diesem Schlumpfhaus. Vielleicht habt ihr dieses Video schon gesehen. Da habe ich auch einen Grün genommen. Und da drückt man einfach rein und dann pupst der einfach. Der war sehr teuer, fand ich, aber ja, ist gerade so ein Trend, also warum sollte man es nicht haben? Ja, und da steht, danach sollte man die Hände waschen und nicht essen. Der Geruch ist sehr angenehm. Ich bin mal gespannt, wie es nach ein paar Tagen ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und es stehen immer so Sprüche, so wie lass ihn raus oder heute schon gepupst oder frisch gepupst ist halb gewonnen, vom Schulunterricht ferngehalten, ja und so, also richtig top. Dann zeige ich euch jetzt was richtig cooles. Und zwar habe ich mir so ein Bunny-Ding geholt. So ein Lip Balm. Ja, also ich finde die Verpackung richtig cool. Ich will mal gucken, wie das ist. Ob es so so eine Tube ist oder ob es so, so wie so ein Eos ist. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Und ich mache hier gerade mal den Kleber ab, weil ich hasse den. So. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich zeige euch den nochmal. Okay. Und. Wow! Oh, der Geruch ist auch mega gut, ne? Yay, schaut mal. Gibt der Farbe ab? Nö, also Farbe gibt er nicht. Er glänzt. Und nach was riecht der? Boah. Mit Vitaminen sogar.
Raspberry. Ich glaube, Himbeere heißt das, oder? Ja, Himbeere. Oh, es riecht wirklich original wie Himbeere. Oh, so gut. Oh. Richtig gut. Oh, und die Augen, so süß, so Wackelaugen. Das nächste ist der Happy Lips von Blistex Kiss Me Darling. Hochwertige Lippenpflege mit Fruchtduft Mango. Ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Und ja, ich schlage mich da mal drin rum. Oh, der ging sehr schnell auf. Ich bin mal gespannt, wie der riecht. Also, bis jetzt sieht er so aus. Und ja, also weiß. Und das hier ist durchsichtig. Ich liebe das. Und jetzt rieche ich mal. Oh mein Gott, das riecht mega gut. Gibt natürlich keine Farbe ab, nur durchsichtig, aber schimmernd. Es riecht so original nach Mango. Oh. Ich werde es mir jetzt mal nicht auftragen, weil ich habe gerade Lippenpflege drauf. Aber so cool. Süß. Dann habe ich natürlich noch einen von Isana, und zwar die limitierte Edition. Lippenpflege Guave und Hibiskus mit Guavenduft, schimmernde Feuchtigkeitspflege. Ja, was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall, die sieht auch richtig süß aus und das ist auch so durchsichtig wie hier. Und das liebe ich ja. Also packen wir den doch einmal aus. Der hat auch voll das schöne Design. Schaut mal. Oh, süß. Von Isana natürlich. Okay, ich bin auf den Geruch super gespannt, weil ich diese Frucht nicht kenne, wenn es überhaupt eine Frucht ist. Hier ist es auch wieder durchsichtig. Hier ist es aber farbig, so hellrot wie so Blutorange. Und jetzt rieche ich mal. Oh mein Gott. Leute, es ist der beste, den ich habe. Er riecht so gut. Oh. Aber gibt er auch Farbe ab? Nee, auch nicht Farbe, nur schimmernd. Aber das riecht so gut. Oh. Lecker, lecker, lecker. Und für den Preis auch noch. Also der Preis ist richtig gut für den. Wow, super. So, meine Lieben, das war es natürlich mal wieder mit meinem Haul. Ich habe ja gesagt, es ist nicht viel. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit deinem Daumen nach oben. Abonniert mich gerne und schreibt gerne einen Kommentar. Ja, wollt ihr noch mehr Hauls sehen? Dann Daumen hoch. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und hab euch lieb. Tschüss.